Servus und willkommen bei Tactical Glamping. Ihr seht den Anfang von Woche 6. Ja, es geht schon einmal etwas ungewöhnlich los, und zwar auf einem Campingplatz. Ja, ich möchte das Auto auf Vordermann bringen, einmal alles entleeren, alles versorgen, Strom anstecken, weil die 200er Lithium-Batterie hatte nur noch 25%, weil ich gestern ja so lange gearbeitet habe. Aber viel wichtiger, Wäsche waschen, und das kann man dann in Norwegen am besten auf einem Campingplatz. Dieser Platz kostet mich 30 Euro. Das ist eigentlich recht gut. Warum mache ich das Ganze? Weil diese Woche sehr spannend wird. Am Mittwoch kommt die Sunny, also die fliegt nach Tromsø. Dort werde ich sie abholen und dann geht es eigentlich direkt ans Nordkap hoch. Das bedeutet, diese Woche schon Nordkap. Coole Sache. Ah, warum ich hier bin, ist genau das da. Dieselbe wie ich zu Hause habe. Cool. Trockner. Sehr gut. Dann was haben wir da noch? Ah ja, nochmal Dusche. WC. Sehr gut. So wäre noch der Ausblick. Tipptopp. Ja, diese Hütten, da kann man noch mieten. Der Campingplatz an sich ist recht groß eigentlich, aber es ist halt wirklich ein Platz, also ein Betonplatz. Aber macht auch nichts. Also mir zumindest ist das schön. Gute Aussicht, aber es regnet halt. Mir geht es da nicht um die Nacht hier zu schlafen, sondern einfach versorgen, entsorgen, alles auf Stand bringen. Und da fangen wir gerade jetzt an. Weil umso früher, umso besser. Wir haben ja in einem meiner letzten Videos schon gesehen, wenn es zu lang dauert, ist nicht gut. Und mitten in der Nacht wieder Wäsche waschen und so Zeug, das habe ich keine Lust. Deswegen geht es jetzt los. Ich bin ziemlich fleißig heute. Ja, es ist echt mal ein komisches Gefühl, wenn man am Campingplatz ist und eigentlich direkt, also fast direkt am Frischwasserhahn angeschlossen ist, weil der ist ja genau hinter mir. Da kann man eigentlich so viel waschen und tun und putzen hier, wie man will, und hat eigentlich kein schlechtes Gewissen wegen dem Frischwasser. Es ist hier im Moment ein bisschen Chaos bei mir, aber es passt schon. Da hinten lädt gerade noch ein YouTube-Video hoch. Was ich noch sagen wollte ist, das ist alles an Trinkwasser, was ich noch habe. Und deswegen mache ich mir jetzt gerade noch Trinkwasser. Also es ist nicht so, dass ich dem norwegischen Wasser hier nicht traue, aber ich traue meinem Frischwassertank nicht so sehr. Also ich trinke das nicht direkt aus dem Wasserhahn, ich koche das jetzt einfach mal ab, fülle es mir in eine Flasche um und dann habe ich wieder Trinkwasser. Der Pössl ist wie neu, so ein paar Sachen stehen noch rum, aber eigentlich alles geputzt, alles tipptopp, sogar der Teppich vorne, alles gemacht. Es ist jetzt 10 am Abend, die dritte Wäsche ist drin, der zweite Trockner läuft. Bett gemacht, Bad gemacht, Teppiche gemacht, Geschirr gemacht, Herd gemacht, alles gemacht. Also heute war ein äußerst produktiver Tag. Es lädt sogar noch ein Video hoch. Und dadurch, dass wir am Campingplatz sind, ist eigentlich Standard, dass man ein Bier trinkt. Das ist jetzt das dritte Bier in Norwegen für mich. Ja, es ist ziemlich warm. Ich glaube, wir haben sogar fast 14 Grad. Und die Sonne kommt. 10, das ist ziemlich geil. Ja. Da gäbe es sogar noch eine Sauna. Was brauche ich nicht. Zum Wohl. Ja, tipptopp. Ja, es ist wieder soweit, ich muss diesen Platz verlassen. Also müssen wahrscheinlich noch nicht. Wobei um 11 ist Checkout, aber
es ist hier sowieso gar nichts los, also von dem her wäre es ja nicht ein großes Problem gewesen, wenn ich noch ein, zwei, drei Stündchen hier geblieben wäre, aber ja, ich fahre weiter. Das Wetter ist optimal wieder, also keine einzige Wolke, endlich mal. Es wird wärmer, wir haben, ja, ich glaube, wir haben sicher 15 bis 18 Grad, irgendwie sowas. Und ja, jetzt geht es weiter, es ist Montag. Es geht weiter Richtung Tromsø. Mittwoch kommt ja die Sunny. Ja, dann werde ich wahrscheinlich noch einmal ein ruhiges Plätzchen irgendwo suchen, um die restlichen Arbeiten aufzuholen und vorzuarbeiten, dass ich dann mit der Sunny 2 Wochen Urlaub machen kann. Elche. Nicht schlecht. Also hier muss man wirklich langsam fahren. Erstens wächst den Elchen und zweitens wegen den Schlaglöchern. Schlechte Straße. Ich wollte heute Nachmittag ja auf einen Platz fahren, um noch einiges an Arbeit aufzuholen oder vorzubereiten. Und ja, laut Google Maps war eine Stunde angesagt. Und ich gurke jetzt schon 2 Stunden auf dieser Straße rum. Das ist eigentlich eine 80er-Beschränkung, aber da kannst du nicht 80 fahren. Also maximal 40, jetzt fahre ich 30, manchmal sogar nur 20. Die Straße ist so schlecht beieinander. Also wenn ich da schneller als 40 fahre, dann mache ich mal alles kaputt. Also doppelt so lang. Und ich bin schon ja, 2,5 Stunden unterwegs, anstatt eine. Also, fuck. Es ist echt schrecklich. Schrecklich. Furchtbar. Ja, also für heute bin ich angekommen. Ich bin schon eigentlich fast bei Tromsø. Bin doch noch weiter gefahren, als ich gedacht habe. Dort hinten sollte Tromsø sein. Da ist noch ein Fahrtensegler. Schön. Ja, ich bin hier noch in der Nähe von Tromsø. Morgen kommt ja die Sunny. Und morgen ist auch Feiertag. Jetzt habe ich geschaut, wie das ist mit den Öffnungszeiten und bin draufgekommen, dass am Donnerstag auch noch Feiertag ist, Christi Himmelfahrt. Und jetzt bin ich etwas im Stress, weil es ist 21 Uhr und ja, der Wasservorrat geht wieder mal nicht zur Neige, aber ich glaube nicht, dass der Vorrat noch für 2 Tage für 2 Personen reicht. Deswegen muss ich jetzt schnell packen und Wasser organisieren. In einer halben Stunde sei ein Sparsupermarkt und den werde ich wahrscheinlich jetzt noch einmal anfahren müssen und jetzt in diesem Sinne diesen Platz hier verlassen. Ich dachte schon, ich könnte mir einen gemütlichen Abend machen, aber nö, war wohl nix. In diesem Fall geht's jetzt unverhofft weiter. Bin jetzt bei Tromsø, also noch näher dran als vorher. Bin hier auf einen Burger eigentlich gefahren bei Tromsø und hier gibt's einen großen Parkplatz. Und der Parkplatz ist ziemlich der Hammer eigentlich. Ich hätte eigentlich gestern schon hierher fahren sollen, weil erstens einmal alleine und zweitens dieser Ausblick hinter mir. Und was da unten ist, weiß ich nicht genau, aber in dieser Richtung müsste man eigentlich Trondheim sehen. Und das, schauen wir jetzt mal, ob das wirklich so ist. Im Übrigen, es ist 11 Uhr in der Nacht. Ja, ich hatte gerade noch ein Gespräch mit der Sunny. Da gibt es ein Problem mit der Fluggesellschaft, mit der Norwegian Airlines. Und zwar hat die den Anschluss von Oslo nach Tromsø vorverlegt, um ja 1 oder 2 Stunden,
sodass der unmöglich zu erwischen ist. Also währenddem der geht, ist sie eigentlich noch im Flieger von München nach Oslo. Und ja, der Flug geht natürlich morgen schon, oder? Ist jetzt wirklich sehr blöd. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie geregelt. Aber ich denke, die Norwegian Airline, die macht sowas öfter, habe ich so nachgelesen. Und die weiß dann schon hoffentlich, wie sie mit Fluggästen umgehen soll, die dort eigentlich dann in Oslo gestrandet sind. Wegen einem Fehler, den eigentlich der Fluggast nicht verursacht hat. Dort hinten sieht man ganz leicht nach Tromsø. Der Platz hier oben ist eigentlich recht ruhig. Was heißt eigentlich? Er ist recht ruhig. Und kein Durchzugsverkehr, weil da unten geht eigentlich der Tunnel durch. Ja, das ist eigentlich noch eine recht coole Aussicht. Was ich noch gefunden habe, hier irgendwie so kunststraßenmäßig, also dort oben, da steht der Bössl. Und hier unten ist eine Art Kunststraßending. Keine Ahnung, was das ursprünglich war. Für ein Heli oder so. Wobei für ein Heli sind wir da ziemlich schräg. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist da noch eine Windfahne oder ja, Windfahne. Plötzlich muss es ganz schnell gehen. Es ist 2 Uhr nachts und ich höre laute Musik. Aus diesem Grund mache ich am Abend immer klar Schiff, um im Notfall schnell wegzukommen. So brauche ich keine 20 Sekunden vom Bett zur Abfahrt und bin froh, nicht zugeparkt zu werden. Am Weg runter vom Berg kommen mir noch etliche andere Partyautos entgegen. Guten Morgen, ich bin gerade in Bregenz, wie man hier sieht, am Bahnhof und meine Reise beginnt jetzt hier. Also ich hoffe, es klappt alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fahre jetzt von Bregenz im Bahnhof nach Lindau und anschließend von Lindau nach Pasing oder so. Da muss ich umsteigen und fahre dann München, Pasing oder halt dann zum Flughafen nach München. Der Flug von München nach Oslo findet statt, aber mein Anschlussflug wurde vorgezogen. So, jetzt verpasse ich meinen Anschlusszug. Ich war gestern Abend sehr, sehr verzweifelt, habe dann auch noch natürlich mit Benny telefoniert. Ja, ich fahre jetzt einfach mal an den Flughafen. Nach Oslo komme ich, wie es dann weitergeht, seht ihr bald. Ich bin noch hier an diesem Stellplatz, an dem ich gestern ziemlich schnell abgefahren bin, weil das habt ihr ja gesehen, da sind circa, keine Ahnung, 20 Autos gekommen mit so kleinen Kastenwagen, höllisch laute Musik. Erst heute bin ich dann darauf gekommen, dass es wahrscheinlich mit dem Nationalfeiertag heute zu tun hat. Dadurch, dass ich heute den ganzen Tag am Arbeiten war, habe ich eigentlich die Parade verpasst. Ich habe das irgendwie vergessen, dass die Parade ist. Tja, Pech gehabt. Auf jeden Fall, die Zani ist gerade in den Flieger eingestiegen von Oslo nach Tromsø. Der hat jetzt einige Stunden Verspätung, weil eben ein Flug abgesagt wurde. Wir haben das dann doch noch irgendwie regeln können und jetzt ist sie am Weg. Sie wird dann ungefähr um 8:45 in Tromsø am Flughafen ankommen und was wir dann machen, das weiß ich noch nicht genau, das werden wir dann sehen. Aber das Wetter ist irgendwie kalt und grauselig und es regnet schon wieder. Uah. Hallo,
Ich bin gerade in Oslo angekommen, habe meinen Anschlussflug verpasst und muss jetzt bis 19.45 Uhr warten. Jetzt haben wir 16:30 Uhr, bis mein Anschlussflug nach Tromsø kommt und dann sehe ich den Benny wieder. Und um die Pause ein bisschen zu versüßen, habe ich mir so einen Boller gekauft. Boah, auf den habe ich mich schon gefreut, seit ich das letzte Mal in Norwegen war, also 2 Jahre. So gut. Habe den ganzen Flughafen erkundet, bin extrem, extrem müde und mein Gate zeigt es immer noch nicht an. Also ich weiß immer noch nicht, wo ich eigentlich dann hin muss, aber als nächstes wird es dann schon angezeigt. Und ich habe mir, weil der Benny das gegessen hat, diese Dinger hier gekauft. Ganz komisch, aber ganz gut. Und eine norwegische Flagge habe ich mir auch gekauft. Weil heute ist Nationalfeiertag. War totale Stresssituation. Ich denke, Benny hat sich eh erklärt, was genau passiert ist und dass er da noch am, weiß nicht, wo er angerufen hat, aber auf jeden Fall hat man mir neue Flugdaten zugeschickt. Und ja. Ja, ich bin fix und fertig. Jo, wir fahren ab Richtung Flughafen. Es ist 20 nach 9. Die Sani sollte um 20 vor 10 ankommen. Das heißt, jetzt geht's los. In 10 Minuten sind wir dort und dann ja, wird sich alles gut ausgehen. Jo, die Sani sei schon gelandet. Dann sind sie früher dran. Wir haben jetzt genau 9:30 Uhr wäre eigentlich Landung gewesen, aber ich bin ja schon in einer Minute dort. Also ich hoffe, das passt alles. Und wir finden gleich, wo wir hin müssen. Schau mal, Sani. Sorry. Hey. So, also, zum Wohl. Zum Wohl. Und angekommen. Mhm. Bin wieder dabei. Hallo. Ja, der Benny hat mich am Flughafen abgeholt. Mhm. Kleiner Flughafen. Ganz nett. Mhm. Übersichtlich. Da kriege ich sicher noch eine Strafe. Ja, Mann. Und weil ich das Parken nicht zahlt habe. Ja, aber das heißt Kiss and Drive und das war nur ein 15-Minuten-Kiss. Ja, aber 10 Minuten sind frei, also. Jo, jetzt haben wir, wie spät haben wir? 10:45 Uhr? 10:45 Uhr und es ist so hell, es ist so krass. Also, ja, da unten sind sie noch am Fußballspielen oder so. Also, das ist wirklich brutal. Also ich bin zwar echt fix und fertig und total müde, aber irgendwie doch nicht so, weil ich immer noch meine, es ist nicht 11 Uhr. So, also in der Nacht, sondern oder es ist irgendwie so 5 oder 6 und regnerisch oder so, ja. Das wird noch viel schlimmer. Komisch, und ich habe halt jetzt doch schon, wie lange war meine Reise? Morgens um 6 aus dem Haus und 9:45 Uhr Ankunft, oder? Mhm. Ja, es sind doch ein paar Stunden. Also es war jetzt auch richtig mega, mega, mega anstrengend. Aber schlussendlich hat alles gepasst. Ja. Und jetzt haben wir die letzte Stunde eigentlich damit verbracht, um uns einige Sachen zu erzählen, was so zu Hause passiert ist und was auch hier passiert ist. Mhm. Und die erste Flasche Wein. Genau. Die wir am Zoll bezahlt haben. Ja. Ja, jetzt ist es für mich so richtig angekommen und Urlaub. Und ich bleibe die nächsten 2 Wochen auch hier und dann fliege ich wieder nach Hause. Also wir haben ja wieder mal das Gasproblem. Also das nervt so, dass du deinen Plan irgendwie mit dem Gas irgendwie abhängig machen musst. Also die Reise verläuft nach dem Gas sozusagen. Ja, immer dem Gas entlang, oder? Ja, also total bescheuert eigentlich, aber es ist halt einfach so. Und man muss halt einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und das machen wir. Und darum geht es morgen nach Tromsø in die Stadt. Und dann müssen wir schauen, dass wir bis am Freitag, wo sind? Morgen, also heute und morgen ist Feiertag. Genau. Deswegen gibt es heute Morgen kein Gas.
Am Freitag gibt es wieder Gas und die letzte Möglichkeit vor dem Nordkap, was ich mitbekommen habe, ist in Alta. Mhm. Und das bedeutet, am Freitag müssen wir dann in Alta sein und dann am Freitag direkt weiter ins Nordkap. Okay, am Freitag ins Nordkap. Ja, wir werden sehen. Das ist jetzt mal der grobe Plan. Den ganz groben Plan für die nächsten 2 Wochen habe ich schon zu Hause gemacht. Grob gesagt ist es jetzt einfach das nächste Ziel, also morgen halt Tromsø, dann ins Nordkap, dann runter Richtung Lofoten und zurück von Narvik heim nach München. Und wenn diese Flüge dann schief gehen, dann ist es mir scheiß wurscht. Nee, muss ich rauspixeln wieder. Ist egal. Nein, dann ist es mir wirklich wurscht, weil beim Heimfahren ist es egal. Aber beim Ankommen ist es immer so blöd, weil da freut man sich so und dann ist alles so anstrengend. Jetzt lassen wir noch den Abend ausklingen. Upsi. Scheiße. Upsi, schon wieder. Oh je. Wir sind gerade in Tromsø, oder? Ja. Wir gehen jetzt in die Stadt auf der Suche nach dem Polarmuseum. Mhm. Und was wir dann machen, wissen wir nicht. Oder? Keine Ahnung. Aber wir laufen jetzt einmal mal da in der Gegend rum. Ja. Gut. Und wie ist es bis jetzt? Ja, eigentlich ganz cool. Ja. Wir haben gestern ungefähr, wann sind wir ins Bett? Um 3 oder um 4? Jo. Weil wir hatten halt viel zu erzählen, jo, viel Redebedarf und es ist halt doch irgendwie schon angenehmer, wenn man sich halt sieht und Videotelefonieren ist halt immer so blöd. Jo. Ja. Und jetzt hatten wir eigentlich voll viel zum Reden und das war noch voll schön und die Sonne geht einfach nicht unter. Ja, das stimmt. Und das ist wirklich voll schräg, weil man meint immer, es ist voll früh. Ja, und ja. Ein paar Weinflaschen haben wir getrunken, oder? 2. Was sind 4? Na. Okay. Jetzt sind wir am Polarmuseum, Amundsen Statue. Der ist nämlich hier gestartet mit seinem Wasserflugzeug und darum hat man das hier, das Polarmuseum hier erbaut, weil er hier halt mit dem Wasserflugzeug gestartet ist zu dem bekannten Rettungsflug. Gell? Mhm. Ja, jetzt gehen wir zuerst mal was essen. Ja, hat wahrscheinlich das Polarmuseum. Ja, da drüben, also hinter mir, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht es oder könnt es erkennen, ist die Eismeerkathedrale. Das ist das Wahrzeichen von Tromsø. Aber Kirchen sind eigentlich nicht so meins, aber... Das habe ich auch schon gesehen. Ach schon? Ja. Cool, ja. Ja. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt ins Museum gehen. 10 Euro, oder? Für 200 NOK, norwegische Kronen. Ungefähr 10 Euro. Ungefähr 10 Euro pro Person. Alles easy. Hallo. Achtung vom Kopf. Wie es da rauscht, hä? Ja, wir sind im Polarkreis auf Spitzbergen. Ha ha ha!
krass, wie die da damals das gemacht haben. Röbis Vorfahren. Vom Röbi? Ja. Was hat man damit gemacht? Das da. Ma, voll schlimm. Polarmuseum erledigt. Ist ja sehenswert. Ja, ich hätte es cool gefunden. Ja, aber wir sind noch nicht so gut beieinander. Ich schon. Ich noch nicht so. Deswegen war es jetzt ein bisschen anstrengend, aber schon okay. Ja, war cool. Bleib doch da. Hallo, herzlich willkommen am Mitternacht. Ah ja, genau, was haben wir für den Tag? Jetzt ist 0:10 Uhr. So hell. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir fahren jetzt nach einem Abstecher nach Finnland. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Das wären dann 2 Stunden Umweg. Der nächste Stopp wird für uns Alta sein. Und es ist so hell und ich bin gerade mal der zweite Tag jetzt hier. Oder die zweite Nacht eigentlich, oder? Ja. Ja. Und ich habe schon Rentier gesehen, ich habe schon Hase gesehen und ich habe schon Moose gesehen. Elch. Moose on the loose. 2-mal Elch. Genau. 4-mal Hase. Ja. 1-mal Rentier. Ja, voll gut. Das war das Wichtigste. Das habe ich mir wirklich gewünscht für meinen Urlaub, dass ich das mal sehe. Weil wo wir damals 2019 schon in Norwegen waren, da waren wir Süd- und West-Norwegen. Und da habe ich nie irgendwas gesehen. Nie. Da haben wir alles verpasst, ja. Da. Ich weiß nicht, warum wir nichts gesehen haben. Ja. Ja, vielleicht, weil es halt weiter unten ist. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt das innerhalb Zeit der Tag schon alles gesehen. Voll cool. Voll die Gaude. Ja. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter nach Finnland. Vielleicht einkaufen. Ich muss noch eine Spezialität kaufen, das sehen wir dann später, was das ist. Ja. Und was noch ist, wir fahren jetzt um Mitternacht rum, weil es ist sowieso hell, also es ist eigentlich egal. Ja, man muss dazu sagen, wir haben vorhin noch schlafen müssen, weil wir am Nachmittag Kopf gehabt haben. Ja. Ja, also wann sind wir ins Bett um 4 oder 5 oder so? Dann auf und weiter geht's. Aber im Urlaub kann man das ja alles machen, wie man das schaut. Es ist eh hell, also es ist quasi egal, wenn man fahren. Das ist ja das Coole eigentlich, weil ich mein, jetzt würde man halt Nordlichter sehen, wenn wir halt zu einer anderen Jahreszeit hier wären. Aber so ist es eigentlich, finde ich, richtig cool, weil einfach alles immer hell ist, gell? Ja. Ja, richtig gut. Passieren wir die finnische Grenze nach Lappland. Wir sehen noch mehr Tiere und befahren kilometerlange einsame Straßen. Die Morgenröte und das weite Land wirken auf uns recht mystisch. Und so richtig realisieren wir dieses einzigartige Erlebnis in Finnland erst Tage später.
Überschwemmung in Schweden, der. Krass, oder? Nach Schweden geht's nicht mehr. Nee, Schweden ist zu. Guten Morgen aus Finnland. Es ist jetzt 10:30. Wir sind um 5 Uhr hier angekommen, jetzt haben wir noch mal geschlafen. Zwischenschlaf. Und aber nur, wir konnten schon weiterfahren eigentlich. Aber nur aus dem Grund, Zwischenschlaf, weil erst um 8:30 der finnische Laden aufmacht. Genau. Sonst wären wir schon weitergefahren. Wir brauchen jetzt hier irgendwo einen Laden, aber der muss finnisch sein. Wegen der Spezialität. Genau. Ja, jetzt heute ist die Straße ein bisschen mehr befahren, gell? Aber in der Nacht war da nichts und niemand. Außer ganz viele Tiere. Aber das ist die Polarlichtroute. Aber es empfiehlt sich wirklich auf der Route, das zu machen, wenn keine Polarlichter sind. Weil wir haben so viel Natur gesehen. Und ich habe ja in der vorherigen Aufnahme auch gesagt, dass ich schon einen Elch gesehen habe und 2 Rentiere oder irgendwie sowas. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dieser Nacht, wo ich keine Fotos mehr mache, weil ich habe so viele Rentiere gesehen und war brutal und so viele Hasen und die Natur hier ist einfach wirklich unglaublich, unglaublich. Fuchs gesehen und ja, also richtig cool. Und menschenleer. Ja, also die Straße immer geradeaus und keine Menschenseele, nur Natur. Und dann geht's nach Alta und dann? Gas wechseln und dann hat direkt hoch ins Nordkap. Ja, dann gehen wir jetzt gleich mal los und kaufen die Spezialität. Genau. Cool. Was haben wir schon alles? Brot und Schinken und Burgersoße. €55 bezahlt hier in Finnland, aber richtig coole Sachen bekommen dafür. Also zuerst mal, was ich richtig cool finde, ist, die Freilandeier kosten nur €2,50, sind Freilandeier. Ich wollte unbedingt Eier und die, wie sagt man zu den anderen, die Stalleier da halt oder halt die traurigen Hühner kosteten 1 Euro oder so. Ja, ist halt nicht so wie zu Hause, aber mein Gott, na. Sour Cream, Chips, Popcorn, ich liebe Popcorn. Ein Salat haben wir gekauft. Der Salat ist auch, geht 1,50 € für den Salatkopf. Und so komische Burger-Dressing-Soße. Natürlich die Ballerina-Kekse, die sind echt voll geil. 2,50 oder so. Tomaten wie zu Hause, 40 Cent. Ein Stück. Was ich finde, Brot ist richtig teuer. Das ist zu Hause ein bisschen günstiger. Brot kostet jetzt so ein Laib 5 Euro. Das ist teuer. Aber dafür ist es frisch und es ist noch warm und echt cool. Ja, und halt Gürkchen und so. Ja, passt. Tipptopp. Alles richtig gemacht. Und die Spezialität haben wir gekauft. So, natürlich haben wir auch wieder Bier gekauft. Das war eigentlich recht günstig. Also im Gegensatz zu Norwegen natürlich. Schauen wir mal, wie das denn schmeckt. Und diese zwei, das ist die Spezialität, wo wir unbedingt kaufen wollten. Das gibt es nur in Finnland. Also in Norwegen oder Schweden bekommst du das gar nicht. Das hat den Likör haben wir einen Tipp von unseren Freunden aus Norwegen bekommen. Also das sind Norweger und den haben wir dort zum ersten Mal getrunken. Und das ist so ein Teerlikör. Ganz speziell. Ganz speziell. Also das, der Geschmack ist so, wie soll ich das erklären, schmeckt wie eine Stabkirche. Ja, weil die Stabkirche wird ja auch mit Teer eingeschmiert, genau, zur Konservierung, oder? Genau, ja. Und das ist also wirklich sehr speziell. Und für beide zusammen über 30 Euro. 32, ja. 32 Euro. Aber ja, das müssen wir auf jeden Fall unbedingt eine Flasche nach Hause mitbringen. Vielleicht beide. Ja. Aber eine auf jeden Fall, weil zu Hause machen wir dann ein kleines Fest. Kleines Norwegen und Schweden und Finnland Fest. Das ist aber krass, hä? Voll gut. Puh.
Ja, der Schnaps jetzt. Der da vorbei. Easy cheesy. Aber schon hart irgendwie da hinten. Weil mich schlecht beleuchtet. Nordkap, wir kommen. Also Senji, wir waren gerade noch einkaufen im Rewe. Mhm. Wasser. Mhm. Getankt. Um 2 Euro der Liter Diesel. Also 20 Kronen irgendwas. Dann das mit dem Gas müssen wir noch erklären. In einer großen 11 Kilo Gasflasche ist nämlich circa ein Drittel bis die Hälfte. So ungefähr. Und wir sind jetzt ohne neues Gas hier ans Nordkap. Also wir haben jetzt eine halbe 11 Kilo und eine volle 5 Kilo. Du musst dem einfach vertrauen, Benni. Es funktioniert. Ja klar. Das haben wir schon öfters gehabt. Also wir hatten das ja wirklich schon oft. Und ja, aber wir waren jetzt ja nicht oft am Nordkap. Ja, es wird alles gut. Es wird reichen. Okay. Ganz sicher. Es ist ja nicht kalt. Es hat 7 Grad. Es hat 7 Grad. Und was ist eigentlich für ein Tag? Freitag, der 19. Gell? Freitag, 19. Mai. Ja, schön. Ja, ist es doch. Es windet extrem. Muss man dagegen steuern? Ja. Ja, Nordkap Center, das überlegen wir uns nochmal. Weil wir haben schon einige Videos angesehen, auch auf YouTube. Und Kommentare gelesen. Und viele Kommentare gelesen. Und die sind alle eigentlich schlecht. Also bitte, wenn ihr da überzeugt seid von dem Center, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ja, man muss dazu sagen, für den Preis. Mhm. Für den Preis ist es eigentlich schon fast frech, weil du zahlst pro Person, wie viel waren es? 30 Euro, oder? 30 Euro pro Person, dass du rein darfst und nachher noch weiter Geld ausgeben solltest. Im Souvenirshop, im Restaurant. Eben, das habe ich gelesen, dass du sogar im Souvenirshop, also... Ja, du kommst nicht mal zum Souvenirshop, ohne den Eintritt zu bezahlen. Ja, es ist ja so, dass da vor ein paar Jahren die Klage war gegenüber dem Betreiber von diesem Center, weil es eigentlich Public Property ist. Und das bedeutet, dass eigentlich öffentlich zugänglich sein sollte, der Platz. Also, und sie haben da trotzdem Eintritt verlangt für den Platz, also fürs Parken, und das war nicht rechtens. Diese Bezahlposten, den gibt es immer noch. Und ein Tourist, der das halt nicht weiß, zahlt den Eintritt dort, obwohl er nur parken will. Ja, das werden wir jetzt eh gleich sehen, wie das läuft. Bin das gespannt. Wir videografisch festhalten. Ja, Freistehplätze gibt es ja eigentlich genug, oder? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, im Sommer ist da voll jeder Platz. Mhm. Wahrscheinlich. Also da geht es jetzt nach links weg, zum Nordkap. Und ich glaube, dass im Winter von hier der Konvoi startet. Bin mir aber nicht ganz sicher. Schaut zumindest gerade mal so aus, als wäre es diese Schranke, nicht? Ja. Von den Videos. Ja. So, da rüber. Was steht denn da? Konvoi. Ja, bleiben halt immer stehen, oder? Schauen wir das an. Ja, wir fahren jetzt einfach geradeaus weiter. Sonst wäre ja die Schranke unten, stimmt, oder? Hast du recht. Aber warum braucht es eine Kolonne? Halt, wenn alles voller Schnee ist, oder? Ja, dass alle ordentlich durchkommen, oder wegen der Schneebewegung, oder mit der Sonne verloren geht. Mhm. Glaube jetzt zumindest. Oh, da schaut aus, als würde es brutal. Ja, da kommt es ja voll drüber jetzt. Ja, du musst ein langsam fahren, bitte. Da Luther Rentiere wieder. Ja, da geht's ab. Krass. Also 2 Minuten haben wir noch. Mhm.
Jetzt müsste doch bald einmal die Wege lang. Der Postenka, oder? Mhm. Sind wir schon vorbei. War da ziemlich körig drüber, ha? Ja. Boah. So, pass auf, jetzt weiß ich nicht, was die Rentiere da gerade tun. Ah ja, die stehen noch da. Jetzt wird der schwierig. Da ist der Bezahlposten, schau. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich voll gespannt, was die jetzt da seht. Da stehen noch mal ein paar Wohnmobile da oben. Aber es scheint, als wäre nicht viel los, gell? Ja. So, fahren wir mal zu dem Pfeil, oder? Jetzt ist mal jemand drin. Hey. Hello, welcome. Welcome. Just parking. Just parking. Yeah. Here we go. Yeah, okay. Yes, okay. Thank you. Bye. Thank you, bye. So, jetzt haben wir da eine. Boah, ich muss dazu tun. Boah, da zücht es ja brutal. Boah, stell zu da hier. Boah, das hat sogar mir angeregnet. Auf der Seite da hat es mir angeregnet. So, Sanji, wir haben es geschafft. Nordkap. Geil, oder? Krass. Okay. Ja, jetzt müssen wir halt irgendwo anstehen, wo es nicht zücht. Ja. Schade, dass kein Expeditionsmobil da ist, sonst hätten wir es direkt daneben stellen können. Ja, genau. Das ist Windschutz. Aber ist das schlau dort vorne? Ist doch besser ja, so da hinten. Viele machen es halt am Anfang, weil sie denken, geile Aussicht. Ja. Und dann stürmt es und wackelt es so brutal, dass man es dann halt. Ja, darum stehen die so unten so zusammen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ziemlich sicher sogar. Aber. Ich stelle mir jetzt mal daher noch mal zum Schauen. Können ja, es ist leider nebelig, gell? Aber ich möchte halt dem hier ein bisschen gerade stehen, wenn es irgendwie mal ist. Neben den Wiener, oder was? Biggie 1. Hallo, Biggie 1. Geil. Nordkap. Jo. Schauen wir jetzt mal, was wir machen, oder? Mal ankommen. Mhm. Ui, es wackelt. Ganz brutal. Spaghetti. Fössel da drüben. Alles klar.
Ja. Ich habe heute schon mit meiner Familie gesprochen, also über WhatsApp. Und die meinten, ich soll um 11.20 Uhr mal rausstehen, weil Nordkap hat eine Live-Webcam. Dann bin ich eine Viertelstunde rausgestanden. Dann haben sie mir Fotos geschickt, wie ich vor dem Camper stehe. Und das Problem war, man hat mich einfach zensiert. Ja, egal. So, heute ist das Wetter auch ein bisschen besser. Richtig cool, war richtig gute Sicht. Und? Ja, cool. Es sind eh nicht so viele Leute da. Hab's anders erwartet. Alleine am Nordkap. Fast, ja. Das Wetter ist ein bisschen besser geworden. He? Ja, ist echt gut. Wir haben das Zeitfenster genutzt um 13 Uhr, weil da hat es mir heute Morgen ungefähr 2 Minuten auf der Wetterseite da angezeigt, dass es kurz schön wird. Und dann später, eine halbe Stunde später, hat es dann nicht mehr angezeigt. Und habe ich mir gedacht, wir gehen trotzdem um 13 Uhr raus. Und tatsächlich kam sogar jetzt vorhin die Sonne raus. Kurz? Kurz, ja. Zurück vom Nordkap. Das war jetzt der nördlichste Punkt, nicht nur für uns, sondern auch generell. Für europäisches Festland, oder? Ja. Genau. Und ja, also für mich sind die 3 Monate jetzt wahrscheinlich in der Hälfte. Ja, für dich geht es jetzt eigentlich wieder Richtung Süden. Ja, eigentlich, ja, weil es gibt ja eh keinen anderen Weg. Es geht nicht weiter, oder? Also. Ja, also ab jetzt geht es für mich auch wieder nach Hause, so in die Richtung. Genau. Jetzt fahren wir Richtung Grillefjord, oder? Grillefjord. Genau. Und dann machen wir das Ganze. Und jetzt machen wir gerade eine Pause. Es gibt so gleich ein Sandwich. Geil. Aber du kriegst noch einen Deckel. Ach so, ja. Passt das, oder? Ja, ist gut. Ja. Und ja, jetzt sind es ungefähr noch 9 Stunden vor uns. Bis zum Grillefjord. Aber bis das zum Grillefjord. Machen. Aber das machen wir heute nicht heute. Sondern wir bleiben halt wieder irgendwo stehen. Und ja. Dann Grillefjord, vom Grillefjord Richtung Andenes, was bei mir letztens nicht geklappt hat mit der Fähre. Genau, stimmt, da war sie noch. Ist sie noch nicht gefahren, oder? Krass! Boah, da können wir mehrere. Gut reagiert, Benjo. Hast du es gesehen, noch im Fall? Ja, erst wo er rausgekommen ist. Der ist da voll drüber gejuckt. So, wir sind schon wieder ziemlich weit weitergefahren. Alter schon wieder passiert. Und jetzt sind wir da noch an einem Aussichtspunkt. Hallo. Der andere mag nicht aussteigen.
Ja, wir sind um 2 am Nachmittag sind wir vom Nordkap losgefahren. Jetzt haben wir 12:30 in der Nacht. Wir sind jetzt gerade hier irgendwo angekommen, waren aber noch in Honigswag. Und ja, die Sonne geht wieder auf. Ich trinke hier ein Ankerbier. Und der Platz ist recht cool. Hier am Ende einer Sackgasse an der alten E6, die von einem Tunnel ersetzt wurde. Und jetzt schauen wir noch, was die Sani macht. Noch schnell was kochen. Sani kocht noch weil was. Weil wir haben so einen großen Hunger. Und es ist zwar jetzt 20:40, aber das ist in Norwegen egal, wie spät es ist, weil es ist die ganze Zeit hell. Genau. Und wir sind jetzt echt lang unterwegs gewesen. Wie lang waren wir? Ja, vom 2 bis jetzt, also 11 Stunden circa. Brutal. Okay, aber wir haben in Honigswag noch ein bisschen rumgeiert. Mhm. Also da haben wir ein bisschen Zeit vertrödelt mit allem. Und dann eigentlich wirklich voll durchgefahren, gell? Ja. Und wenn, dann nur kurze Pause, so ganz kurz. Freaks. Die Karte blende ich hier wieder ein. Ja, krass. Oh Mann. Ja, jetzt essen wir noch was. Und irgendwann mal schlafen, oder? Ja. Hey, ich bin schon beim Putzer. Muss ja auch mal sein, oder? Ja. Die richtigen Hausfrauen, die wo so richtig gut putzen können, die denken sich jetzt sicher, was macht die? Es gibt ja auch Hausmänner, du musst es gendern. Okay, ja. Aber zum Beispiel, die Edith Bösch wird sich jetzt denken, was macht sie da? Es geht besser. Es geht besser, 100%. Edith hat immer einen Tipp für mich. Oder für uns. Ja, guten Morgen am Sonntag. Es ist schon wieder soweit, die Woche neigt sich dem Ende. War sehr ereignisreich. Flughafen, Nordkap, viel fahren. Und jetzt sind wir noch ein bisschen am Aufräumen. Am Putzen. Am Putzen? Ja, und während des Putzens habe ich noch diese zwei Fitzers gefunden. Und zwar war ich letzte Woche noch zu Besuch bei meinen Freunden Ante und Sabi. Und die haben eine kleine Tochter, die Alissa. Und die Alissa meinte, ich muss eines dem Benni geben. Danke, Alissa. Und eines für mich. Voll süß. Schöne Grüße zu Hause. Schöne Grüße. Wenn euch die Woche gefallen hat, dann schaut einfach weiter, was demnächst passiert. Könnt auch gerne auf Instagram folgen. Ja, und jetzt solltet ihr noch dranbleiben, weil es folgt noch der Tech-Tipp der Woche. Mit diesem Tech-Tipp kannst du bares Geld sparen, wenn du auf Norwegens Straßen unterwegs bist oder Autofähren benutzt. Es gibt in Norwegen nicht wirklich viele Autobahnen, in der Nähe von Städten, Brücken oder Tunneln werden aber trotzdem des Öfteren Mautgebühren für Kfz fällig. Auch Fährfahrten sind in Norwegen fast unumgänglich. Aus persönlicher Erfahrung während meiner Reise ist mir bekannt, dass immer noch recht viele Urlauber nicht genau wissen, wie sie dieses Thema angehen sollen. An den gebührenpflichtigen Passagen werden in Norwegen stets die Autokennzeichen gescannt, weshalb man grundsätzlich durch Norwegen komplett ohne Vorbereitung fahren kann. Man bekommt schlussendlich einfach die Rechnung nach Hause geschickt, verschenkt aber sozusagen bares Geld. Man kann bis zu 50% an Fährgebühren und 20% an Straßenmaut sparen, wenn man sich vorher auf der Plattform autopass.no anmeldet. Über eine Ausstellergesellschaft, zum Beispiel Flüt, wird ein Vertrag zur Abrechnung der Mautgebühren erstellt
und man bekommt einen sogenannten Tag oder Mautchip zugeschickt. Wenn man nun zusätzlich noch mindestens 3000 NOK, also ca. 300 Euro bei Autopass Ferie auflädt, spart man bis zu 50% an Fährfahrten. Für längere Reisen in Norwegen rechnet sich dieser kleine Aufwand jedenfalls. Am Beispiel Grillefjord nach Andenes habe ich anstatt 170 nur 85 Euro bezahlt. Am Ende der Reise kann man das Guthaben auf Autopass Ferie wieder auszahlen lassen oder man lässt es einfach für die nächste Norwegen-Reise stehen. Es lohnt sich also, sich mit diesem Thema genauer zu beschäftigen, was sich aber im Rahmen dieses Tech-Tipps leider nicht ausgeht und ohnehin schon an anderen Stellen ausführlicher beschrieben wurde. Ein Link dazu findest du in der Videobeschreibung.